Am Samstag fielen wegen heftigem Schneefall und Unwetterwarnungen am Münchner Flughafen mindestens 120 Flüge aus. Bei weiteren 70 Flügen kam es zu Verspätungen, die teilweise über eine Stunde dauerten. Pünktlich zum Ende der Winterferien bedeutet dies für tausende Reisende eine schmerzliche Reiseunterbrechung. Ja, ich habe Glück gehabt, mein Flug scheint zu gehen, aber ich habe 3 Stunden zum Flughafen gebraucht. Nee, also jetzt bin ich überrascht, dass eigentlich weniger los ist. Viel schlimmer war es im Straßenverkehr. Die Autobahnen von Österreich hierher, das war absolutes Chaos. Also unglaublich. Also ich bin noch nie über 6 Stunden von Innsbruck nach München gefahren. Der Münchner Flughafen bittet alle Reisenden, sich vor Reiseantritt bei der entsprechenden Fluggesellschaft zu informieren.